Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Steady Dax heute am Mittwoch, dem 17. November 2021. Was hat sich am heutigen Handelstag ereignet mit Blick auf den deutschen Aktienindex und dessen Schlusskurs? Nicht wirklich viel. Ein Kursplus von gerade mal 3 Punkten im Vergleich zum Vortag. Was hat sich somit verändert? Rein gar nichts. Wir haben noch immer natürlich auf der einen Seite die positive Ausgangslage, dass wir oberhalb von 16.030 Punkte notieren. Sind immerhin ein Abstand derzeit von 220 Punkte, also durchaus mehr als 1% in Richtung 1,5%. Und ja, was ist entsprechend allerdings die Problematik weiterhin? Dass eben der Index ganz stark überkauft ist. Das ist natürlich auf der einen Seite weiterhin recht gefährlich, muss man sagen, und kann stets zu größeren Kursrücksetzern führen. Die Frage ist eben, passiert es noch im November, Dezember, sehen wir nur kleinere Konsolidierungen und sogar noch einen kleinen Push, bevor es dann eben vielleicht zum Jahreswechsel hin ungemütlich wird. Das ist so ein bisschen derzeit, wie gesagt, die Frage, die noch offen bleibt und natürlich auch die Entwicklung der Wall Street ist und bleibt als Taktgeber sehr entscheidend. Dann noch ein Blick auf die Aktie der deutschen Börse. Was ist das Interessante hier? Wir sehen, dass die Aktie schon seit längerer Zeit oder besser gesagt seit vielen, vielen Monaten in gewisser Weise Ping-Pong spielt und sich immer wieder an der Marke von 150 Euro in der Regel den Kopf stößt oder mit einem Fehlausbruch hier rausgeht. Und gleiches ist nun wieder geschehen. Wir sehen, dass die deutsche Börseaktie jetzt zuletzt nach dem Kursanstieg bis rund 151 Euro jetzt schon wieder knapp 5 Euro verloren hat im Vergleich dessen, der DAX weiter zugelegt hat. Man signalisiert hier also wieder einmal ein wenig Schwäche und das könnte also auch erneut dazu führen, dass die Aktie hier wieder in ihre alte Bewegungszone übergeht, was wiederum bedeuten könnte, dass wir nochmal Kurse sehen in die Region 140 bis 137 Euro, solange eben nicht auf der Oberseite der Deckel fliegt, sprich Kurse von über 150, 151 Euro nach oben durchbrochen werden. In diesem Sinne, einen schönen Abend nun und die Trading-Idee verschiebt sich, aber es gibt sie und zwar morgen früh nun doch auf einen US-Titel. Dafür habe ich alles schon vorbereitet, also schauen Sie morgen früh in die Ausgabe rein. Da gibt es die neue Trading-Idee der Woche auf einen US-Titel oder vielleicht auf einen US-Index. Lassen Sie sich überraschen, alles Weitere erfahren Sie morgen früh.